Hallo Leute, und zwar möchte ich euch heute mal Cura zeigen. Also die Slicer-Software für meinen 3D-Drucker, mit der also ich arbeite. Ich arbeite mit der Version 2.1.3. Da besteht ein Riesenproblem im Gegensatz zu vorigen Cura-Versionen, dass man hier direkt gar nicht mehr seinen eigenen Drucker, ich habe hier den Arnet D8, wie ihr seht, drin, einstellen kann. Also wenn ich jetzt hier über Drucker gehe, Drucker hinzufügen, dann seht ihr, kann ich hier Ultimakers auswählen oder eben welche hier aus dieser Liste. Da ist jetzt der Arnet D8 dabei, weil ich ihn selbst schon zugefügt habe. Aber man kann jetzt keinen Kasten mehr machen, wo man jetzt vorgeben kann, wie groß das Druckbett ist und alles solche Sachen. Das hatte mich am Anfang auch sehr verwirrt. Ich zeige euch aber jetzt mal kurz, was ihr da machen müsst. Im Grunde genommen müsst ihr in den Installationsordner gehen, also auf C Programme, Cura 2.1, dann Resources und Maschinen. Und da habt ihr alle Drucker drin, die es gibt. Da würde ich euch dann jetzt zum Beispiel empfehlen, diesen Prusa i3 zu nehmen, weil das entspricht ja so ein bisschen unserem Arnet A8. Und das zu kopieren, umzubenennen in Arnet A8, und dann habt ihr so eine Datei hier. Und die gehe ich jetzt mal rein. Mit Notepad geöffnet oder mit dem Editor. Und dann seht ihr im Grunde genommen hier die Einstellung. Also ihr müsst, wichtig ist eben, dass ihr dieses hier anpasst. Also sozusagen 220 mal 220, also Tiefe und Breite und die Höhe von 20 cm habe ich drin stehen. Dann, dass die, das also sozusagen die das Loch in dem Druckkopf wird hier mitgeliefert, eigentlich 0,04, also ein 4 mm Druckkopf, 0,4 mm. Also das hier einstellen. Das ist das Material, also sozusagen das Druckmaterial. Da gibt es ja auch 3 mm oder 1,75. Wir arbeiten mit 1,75. Und die anderen Werte hier unter, die habe ich im Grunde genommen alle so gelassen. Das speichert ihr euch ab. Und danach habt ihr dann im Grunde genommen hier unter Drucker hinzufügen den Arnet A8 dabei und könnt ihn auswählen. Und dann sollte das so aussehen zum Schluss, dass ihr ihn hier oben drin stehen habt. Druckmaterial müsst ihr natürlich das auswählen, mit dem ihr drucken wollt. Ja, ich habe jetzt PLA ausgewählt. Ich habe hier die Konfiguration auf Erweitert gestellt. Und habe hier, kann man sich verschiedene Druckprofile anlegen. Da habe ich jetzt noch gar nicht so großartig rumgestellt, weil ich meistens mit dem gleichen Arbeit, dann hat man einfach das High eingestellt. Also, wenn man jetzt hier sieht, hier gibt es den Punktgerät, den Aufklapp, gibt es da aber nur den Düsendurchmesser, den wir vorher schon in der Datei eingestellt haben. Mehr ist hier auch nicht hinzufügbar. Ich zeige euch das einmal hier, wenn man auf Einstellungen geht und auf hier auf Einstellungen, dann kriegt man hier komplett alles angezeigt, was man sich hier auf der Seite einbinden kann. Und wenn man jetzt hochgeht zum Gerät, dann gibt es ja nur den Düsendurchmesser. Mehr nicht. Da könnte ich ja natürlich noch viel mehr. Ich habe mir nur diese Sachen hier gemacht. Das gehen wir jetzt einfach mal durch. Das ist die Schichtdicke, mit der ihr druckt. 0,2 reicht für mich. Also ist so das Beste, ne? Mit dem drucke ich meistens. Wanddicke, obere und untere Dicke habe ich auf 0,8 mm. Die Werte müssen nicht in Stein gemeißelt sein. Also für mich läuft es im Moment ganz gut so. Aber ich würde mich auch freuen, wenn ihr eure Werte einfach mal mitgebt, was ihr da so eingestellt habt. Die Füllung, das ist die Fülldichte. Also sozusagen, wenn ihr jetzt einen Hohlkörper habt, das, was ja die meisten Druckstücke haben, und die Wanddicke gedruckt wurde, dann ist der Raum dazwischen, zwischen den beiden Wänden, wird gefüllt. Und da könnt ihr einen Prozentwert einstellen. Also sozusagen, mit wie viel Prozent soll das gefüllt werden? Je höher ihr das stellt, umso fester wird das Objekt natürlich und umso stabiler. Aber es dauert auch um einiges länger und verbraucht natürlich auch mehr Material. Oft stehen, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Thingiverse euch irgendwelche Druckvorlagen runterladet, ist da oft auch irgendwie eine Fülldichte sozusagen mit angegeben, was die Empfehlung ist von demjenigen, der das entworfen hat. Nicht bei allen, aber bei einigen gibt es das. Und sonst muss man das eben einfach ausprobieren, wie es am besten läuft. So, das hier betrifft jetzt das Material, also den PA hier oben, was eingestellt ist, mit was man drucken will.
Da müsst ihr auch selbst bei der Drucktemperatur natürlich gucken, was der Hersteller empfiehlt oder was ihr selbst ausgetestet habt bei eurem Druckmaterial. Temperatur des Druckbettes bei PLA 50 Grad reicht. Bei ABS muss es natürlich um einiges mehr sein. Durchmesser kann man hier auch nochmal einstellen. Und wie der Fluss sein soll, da muss man auch mit rum experimentieren. Im Moment steht er bei mir auf 100%. Einzug aktivieren, das ist, ob das Filament zurückgezogen werden soll, wenn gerade nicht gedruckt wird, damit nichts nachtropft. Druckgeschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit habe ich jetzt auf 60 mm, da kann man auch unheimlich viele andere Sachen einstellen, muss man einfach austesten, was die besten Ergebnisse liefert und so weiter und so fort. Lüfter aktivieren ist klar, die sollen natürlich laufen. Eine Stützstruktur aktivieren, das ist jetzt, wenn ihr zum Beispiel Überhänge habt, also keine Ahnung, ein Kopfdruck und über den Hals geht das Kinn raus. Er kann ja schlecht in die Luft drucken. Dafür braucht man diese Stützstruktur. Ich versuche eigentlich immer, das irgendwie, wenn es geht, zu verhindern, weil das macht das Druckstück einfach ein bisschen grober, weil diese Stützstruktur wird natürlich an das Druckstück gedruckt und dementsprechend bleiben da Reste dran kleben und dann muss man das noch nachbearbeiten. Haftung am Druckbett, da habt ihr drei verschiedene Typen. Das ist einmal Brim, Raft oder Skirt. Wenn ihr darauf geht, dann seht ihr das auch schon, was da beschrieben wird. Das sozusagen der Brim ist einfach ein flacher, einschichtiger Bereich. Also eine Schicht wird um das Objekt einmal rumgedruckt und mit dem verbunden. Verhindert, dass sich das ablöst. Ist aber auch nicht wahnsinnig fest. Am festesten ist eigentlich der Raft. Weil der druckt ein komplettes, dickes Gitter unter das ganze Druckstück. Ist so sehr zu empfehlen, wenn man Sachen druckt, die wirklich nur kleine Füße haben, also nur ganz wenig Verbindung haben zum Druckbett selbst. Die sich eben, und oben wird es dann breiter. Das wird meistens nicht haften. Und deswegen ist die Empfehlung, da einen Raft zu machen. Wenn ihr sagt, ihr habt sowieso eine große Fläche unten von dem Druckstück selbst, dann könnt ihr auch ein Skirt machen und dann wird einfach nur eine Linie einmal rumgedruckt, um dass der Druckkopf sozusagen was ausgibt und dann war es das eigentlich auch. Und Druckreihenfolge, das ist, wenn ihr jetzt mehrere Druckstücke in euren jetzt in Cura hier auf diese Fläche packt, dann ob ihr die alle gleichzeitig drucken soll oder nacheinander. Gleichzeitig ist zu empfehlen, weil wenn er jetzt ein Druckstück hier hochdruckt und daneben dann wieder unten anfängt, dann könnte es passieren, dass euer Druckkopf mit dem fertigen nebenan kollidiert. Deswegen alle gleichzeitig, damit die immer alle auf gleicher Höhe sind. Ja, verständlich. So, mehr Einstellungen habe ich mir hier nicht reingezogen, mit denen komme ich klar. Wenn wir uns jetzt sagen, wir nehmen uns jetzt mal einfach mal hier ein Stück rein, keine Ahnung, hier diesen Calibration-Dings, dann kann man hier mit dem Mausrad rein und rausscrollen, mit der rechten Maustaste festhalten. Kann man das in jede Richtung drehen. Wenn man das Druckstück selbst anklickt, dann kriegt man hier oben noch Anzeigen, zum Beispiel Skalierung, dass man sagt, ich möchte das irgendwie ein bisschen größer drucken. Wenn man sowas weiß ich, wir sagen jetzt nicht 100%, sondern 200%, dann wäre das 200% größer. Einheitliche Skalierung ist eigentlich klar, wenn ihr den Haken rausnimmt, dann wird nur die eine Richtung skaliert. Ne, X, Y, Z. Wenn ihr den Haken drin habt, wird er das immer angleichen, sodass es genauso von den Formaten her gleich bleibt. Das nächste ist Drehung. Da habt ihr dann hier diese drei X-Achsen und könnt an denen hier, wenn ihr daran fasst, im Grunde genommen das Druckstück drehen. Ja, also in alle Richtungen, wie ihr das haben wollt. Ist manchmal sinnvoll, manchmal sind die Vorlagen nicht so, dass es wirklich gut aufliegt und dann kann man sich das hier noch hindrehen. Spiegeln, ja, ihr könnt in jede Richtung spiegeln. Wenn ihr hier drauf klickt, dann spiegelt er so rum und ne, also ist eigentlich auch klar. Einstellungen hinzufügen. Da kann man jetzt noch im Grunde genommen pro Druckstück, also pro Teil, andere Drucktemperaturen auswählen, oder was weiß ich. Also, oder bei dem einen Stützstruktur, bei dem anderen nicht. Ich habe es noch nicht genutzt. Ich drucke meistens so ein Teil zur Zeit und dann das nächste. Wenn ihr mit der rechten Maustaste auf das Druckstück geht, dann habt ihr noch solche Sachen, dass das Objekt in der Mitte zentriert werden soll, das wieder rauslöschen oder auch duplizieren. Ja, dass ihr dann zwei habt, also um das jetzt hier wieder irgendwie anfassen zu können. Quatsch,
Müsst ihr einmal daneben klicken, dass hier nichts mehr markiert ist, dann könnt ihr euch das auswünschen, wie ihr wollt. Ansonsten gibt es hier noch Druckplatte reinigen, keine Ahnung. Nicht für unseren Drucker, würde ich mal sagen. Ja, das war es dann eigentlich auch. Wenn ihr das dann so angeordnet habt, wie ihr das habt, hier alles so eingestellt habt, wie ihr das haben wollt, dann könnt ihr sagen, speichern eine Datei. Und dann wird das abgespeichert als eine G-Code-Datei. Und die speichere ich zum Beispiel immer auf eine SD-Card, packe die in den Drucker rein und druckt dann von der SD-Card, weil das um einiges sicherer ist, weil wenn ihr über USB druckt und die USB-Verbindung wird gestört, dann bricht auch der Druck ab. Und außerdem muss euer PC die ganze Zeit laufen, während er druckt. Das muss eben bei einer SD-Karte nicht der Fall sein. Ja, im Grunde genommen war es das von über Cura. Falls ihr noch weitere Fragen habt, dann einfach unten einen Kommentar reinschreiben. Oder ich würde mich auch, wie gesagt, über eure Einstellungen freuen, die ihr hier vielleicht anders habt, wo ihr sagt, das ist einfach viel besser, als was du hast. Dann immer Meldung her. Und ja, bis dann und tschüss. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und wenn euch der Kanal gefällt, dann abonniert ihn auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. We'll be right back.